15. Juli 2023, Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Folge für euch. Wir haben wieder Themen für euch vorbereitet, und zwar geht es um American Airlines, die lässt die Passagiere nicht auf die Waage gehen, aber das Handgepäck. Im ersten Moment habe ich gedacht, ich kriege einen Schock, das ist wie bei Finnair oder da gibt es ein Problem. Entwarnung, ich möchte euch sagen, worum es dabei geht. Dann haben wir ein Thema Streik in Italien. Da gibt es Probleme ab heute mit dem Flugverkehr. Mal sehen, wie sich das auf den deutschen Flugverkehr auswirkt. Die Konsequenzen für die Flughafenblockierer. Da schauen wir uns das Ganze mal an, was denen überhaupt im Zweifelsfalle blüht. Denn 10 Jahre, die dort immer wieder kolportiert werden, das wird es wohl nicht sein. Zivilrechtlich vielleicht, aber schauen wir in der heutigen Sendung drauf. Northern Pacific, eine Fluggesellschaft, die viele, viele Tage, über 700 Tage gebraucht hat, um an den Start zu gehen nach der Ankündigung, dass sie starten. Aber sie sind endlich gestartet mit dem Flug 7H777. Mehr zu Northern Pacific. Dann haben wir heute 2 D-Zone Deals. D-Zone Deal 1 ist Premium Economy von Paris nach Bangkok ab 649 Euro. Und über 10.000 Meilen gibt es, ja. Schauen wir uns mal an. Und SAS, Scandinavian Airlines, London nach New York ab 1.789 Euro. Da schauen wir auch mal nach, wie viele Meilen es gibt und wie die Distanzen sind. Denkt dran, dass wir heute auch wieder die Frage des Tages haben. Soll das Handgepäck gewogen werden? Was wäre in euren Augen sinnvoll? Und natürlich Beantwortung der Kanalmitgliederfragen. Nachdem ich gestern ja 20 Kanalmitgliedschaften rausgehauen habe, werden wir die Fragen reduzieren auf die Kanalmitglieder und die Leute, die den Kanal unterstützen. Als neues Benefit natürlich. Wenn ihr den Kanal unterstützen wollt, entweder Kanalmitgliedschaft oder einen Superchat machen. Wenn ihr einen Superchat macht, wird der auch hundertprozentig beantwortet. Die anderen Fragen, und da bitte ich etwas um Nachsicht, weil es teilweise wirklich 20, 30 Minuten sind, werden wir dann selektiv beantworten. Können es aber natürlich nicht versprechen, denn wir versprechen nur, Superchats und Kanalmitgliederfragen zu beantworten. Also, danke, bis nachher, heute Abend 19 Uhr auf Frequent Traveler TV, wie immer live für euch, jeden Abend die meisten News aus mehr Meilen, mehr Punkte, mehr Stadt. Bis dann, ciao.